So, Servus Leben, geht los. Ich bin heute mit der Whittaker MW6 unterwegs. Das ist ein Ultraleichtflugzeug mit einer ziemlich langsamen Geschwindigkeit. Und ich möchte mir, wie nennt sich das, Fort Worth angucken. Das ist westlich von Dallas. Hier. Das hat laut Beschreibung eine aufgewertete Szenerie von Microsoft bekommen, irgendwann mal. Und das will ich jetzt einfach mal gucken, wie das aussieht. Wegen dem habe ich auch den Flieger genommen, der sehr langsam fliegen kann. Dass ich es auch angucken kann. Das bringt jetzt nichts, wenn ich da irgendwie mit dem Chat drüber fliege und es dann nicht sehe. Ja, den Flughafen kenne ich nicht. Und komischerweise habe ich da auch keine Wetterdaten. Ich kann da anklicken, kann warten, ich kann rausgehen aus dem Menü, wieder reingehen. Ich habe hier keine Wetterdaten. Das heißt, ich erfahre das erst, wenn ich auf dem Flugplatz bin. Dann gehen wir mal los. So, da wären wir. Der Flugplatz ist groß, aber leer. Mal gucken, ob ich da eventuell, den Verkehr abgeschaltet habe. Flugplatz leben, doch 50% überall. Flughafen aufkommen, Flughafen Fahrzeuge. Flugzeuge, Arbeiterdichte, alles so wie ich es eigentlich will. Also gut. Dann starten wir mal. Das sind komische Ansichten. Ich glaube, ich drücke geschwind auf Pause und du die Kameraansicht korrigiere. So, die Kameraeinstellungen sind jetzt gemacht. Ich habe auf dem hinteren Sitz Platz genommen, weil man hier eine bessere Aussicht hat. Also wenn man jetzt hier vorne sitzt, dann habe ich hier die komische Glasscheibe da vor sich, das gefällt mir nicht. Also sitze ich hinter. Dann ist es hier die Landeansicht, also die offizielle Landeansicht. Für mich ist es die Zoom-Ansicht. Und das ist dann VFA-Ansicht, wo man ein bisschen weiter gucken kann mit einem kleinen Weitwinkel. Dann hier, das ist jetzt die erste Ansicht, die Instrumente. Zweite Ansicht ist das oben, also hier mit dem das hier ist der Denkknopf, sagen wir es doch. Tankwahlschalter, das hier ist der Primer. Mal gucken, ob der eigentlich auch irgendwie funktioniert. Ja, das geht auf jeden Fall okay. Der Primer, dann haben wir hier Joke. Okay. Meters gibt es hier glaube ich nicht. Ja, und dann gibt es dann noch die Außenansicht hier. Wenn ich irgendwas besichtigen möchte, dann bin ich außerhalb von Flugzeugen, kann schön nach unten gucken. Genauso hier. Und dann habe ich weitere Außenansichten. Die haben aber den Sound vom Cockpit. So. So. Das. Und ein Blick beim Lander. So, belasse ich es jetzt einfach einmal. Und dann starten wir mal das Flugzeug, so wie ich denke, dass es richtig ist.
Okay. Ignition. Okay, das ist so wie das Zündschloss. Magnetos 1, 2 und beide. Dann muss ich hier noch Treibstoff, Motor einschalten. Dann geht's nach oben. Halt. Ach, das habe ich auch noch vergessen zu zeigen. Das und das. Blick nach oben. Ich habe hier der linke, der rechte Tank. Bleiben wir beim linken. Den Choke machen wir mal ein. Mal gucken zum Starter. Vielleicht muss ich nachher zurückdrehen. So. Und der Anlasser, das mache ich mit meinem Honeycomb. Halt die Handbremse. Der hat keine Handbremse, also muss ich in die. Okay. Soweit läuft er mal. Also das Gemisch hat er irgendwo ein Gemischhebel? Nö. Also ich habe keinen Gemischregler im Flugzeug, aber wenn ich nach hinten ziehe, dann muckst du ihn trotzdem ab. Was das hier ist, weiß ich auch nicht. Okay. Propeller habe ich nichts. Gas habe ich. Die Bremse, die ist hier. Das hier ist die Bremse, das heißt, Fußbremse habe ich keine. Jedes Mal, wenn der Fuß bewegt, dann hat du die Hauptbremse einziehen. Also ich kann nur komplett bremsen oder gar nicht. Okay. Dann gucken wir mal, ob die ATC mitmacht. Moment, als erstes will ich mal geschwind die Meta gucken. Hier ist keine Meta. Okay. Kein Meta. Das wundert mich jetzt eigentlich, weil da in der Gegend, wo ich gerade bin, da gibt's, da ist Dallas in der Nähe, da ist alles in der Nähe und es gibt nirgends einen Meta. Okay, dann gehen wir mal. Ich habe auch irgendwie kein Live-Wetter oder so. Oder ist das so eine Scheinheit? Drehknoten von 225. Okay. Da wird wahrscheinlich die Landebahn 1.8 besetzt sein. Rollen anfordern, direkter Abflug. Navy Fort Worth Ground, Martin Romeo Juliet 66 request taxi for takeoff departing straight out. Martin Romeo Juliet 66 taxi to and hold short of runway 36 using taxiway Alpha. Contact tower on 120.95 when ready. Taxiing hold short runway 36 using taxiway Alpha Martin Romeo Juliet 66. Also ich habe jetzt der Co-Pilot mit der Flugsicherung beauftragt. Dann brauche ich das nicht selber machen. Was auch interessant ist in der Außenansicht, die Sitzposition mehr. Ja. Also ich bin jetzt praktisch hinter. Irgendwie witzig. Da fliegt einer, Moment. Da oben fliegt einer.
Dass ich tatsächlich ein Alive fliege. Okay. Das Dreier hinter sind die blaue Punkte. Ich habe tatsächlich keine Handbremse. Sehr viel Gas geben, damit sie überhaupt erst mal zum Roller kommt. Ich habe jetzt auch überhaupt keine Ahnung, wie die Abhebgeschwindigkeiten sind. Das ist ein komischer Stock da. Der ist hier nur da drinnen und da ist er befestigt und da vorne ist eine Schlaufe, aber der ist mit nichts verbunden. Da ist überhaupt nichts verbunden. Was ist das hier? Joke. Den können wir jetzt mal wieder zumachen. Normalerweise ist der Joke ja nur zum Motorstart, solange der Motor kalt ist. Dann schalte ich hier mal Sky Dolly an. Ich habe live fährt er dran, habe ich überhaupt keine Wolke am Himmel, nix. Okay. Da ist gar nichts los auf dem Flugplatz, überhaupt nichts, keine Flieger, keine Arbeiter, keine andere Fahrzeuge, da ist gar nichts los. So ist auch ein bisschen langweilig. Na gut, dass ich jetzt so viel E-Mail gekriegt habe, militärischer Stützpunkt oder so. Könnte es sein. Also hier habe ich jetzt den Flugplan gemacht. Hier müsst irgendwie... hier ist die Markierung, wo ich im Internet gefunden habe, die wo praktisch aufgewertet war, ist die Szenerie in dem Bereich. Und da fliege ich einfach hin und gucke mir die Gegend an und nachher lande ich irgendwo. Vielleicht lande ich nachher auch hier. Lass mal sehen. Ich bin ja mit dem Flieger nicht darauf angewiesen, dass ich einen großen Flughafen habe. Also ein bisschen Seitenwind habe ich dann doch. Ich war aus der Spur gedruckt. So, jetzt habe ich meine Pedale ganz ruhig und ich mache eine Kurve.
Und ich habe jetzt praktisch den Wind von. Ja, das passt. Das drückt man hinter gegen das Seitenleitwerk und dann machst du eine Rechtskurve. Passt soweit. Gibt es ja eine Benzinanzeige irgendwo. Und ich habe hier eine Benzinanzeige, aber die zeigt mir beide Tanks gemeinsam an. Ich habe gerne eine Benzinanzeige für jeden Tank extra, dass ich weiß, wenn ich umschalten muss. Normalerweise sind die Flügel anbracht. Hoppla. Tja. Keine Benzinanzeige, keine Anzeige da, okay. Dann mache ich einfach so, wenn hier auf 45 zurückgeht, dann schalte ich um. Das habe ich am Honeycomb so eingestellt. An die Ace kann ich auch einschalten. Zumindest schaltet sich dann das Lämpchen aus beim Honeycomb. Aber wenn das hier kein Anti-Ace hat. Mehr Gas, das war zu langsam. Und wieder Ben. Hey, das ist ja jedes nervt. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Jetzt ist Freitagmittags. Ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es denn? Früh Nachmittag. Halt. Nee, das war nicht die Marktregierung. Hab jetzt die Stoppmarkierung, die Haltemarkierung überfahren. Nee. Nee. Da ist sie. Da kommt sie vor mir, Säse. Und jetzt warte ich hier und schalte mal die Bandbreite wieder ein. Navy Fort Worth Tower, Martin Romeo Juliet 66 ready for departing straight out at runway 36. Martin Romeo Juliet 66 altimeter 29.92 wind calm straight out departure approved. Cleared for takeoff runway 36. Cleared for takeoff runway 36 Martin Romeo Juliet 66. So, die Verbindung ist wieder da zu Bing. Ich habe es gerade im Moment im Menü wieder aktiviert. Ich bin gespannt, wie lange das anhält. Wie lange ich. Ich muss doch nach rechts. Ah, da ist die Ende von der Landebahn, okay. Die Punkte führen mich zum Ende von der Landebahn, aber. Oder beziehungsweise Startbahn, aber das ist halt nötig. Flaps habe ich keine. Habe ich eigentlich Lichter oder irgendwas? Moment. Und da ist es schon wieder. Es ist doch zum Kotzen. Ich reg mich sowas von auf. Ich fliege jetzt in Amerika drüber, wo eigentlich normalerweise die Server das am besten sind. Ich bin echt am Ende. Ich kann aber nur mal was probieren. So, jetzt habe ich den Server auf Europa Nord gestellt. Das bringt mir natürlich, wenn ich jetzt irgendwann mal beim Community-Event dabei bin, recht wenig. Aber hier bringt es mir was. Wenn jetzt
gute Verbindung arbeiten können, aber die Ping-Daten sind glaube ich immer noch nicht geladen. Ich habe jetzt nur den Server gewechselt. Ich bekomme auch die grüne Meldung nicht, dass ich wieder online bin. Ja, so 50 Knoten ungefähr. Hoppla, hoppla. 50 Knoten ungefähr sind die, ist die Abhebegeschwindigkeit. Ein bisschen zurück mit der Leistung. Machen wir auf 4000 Umdrehungen. Das ist ein Motor, der ziemlich hoch dreht. So. Und dann fliegen wir nach Norden. Das heißt, ihr müsst jetzt eine 90 Grad Kurve machen nach Westen. Da ist gar nichts los auf dem Flugplatz. Überhaupt nichts. Nicht ein Mensch. Das ist eine Geisterstadt. Muss jetzt ziemlich nach oben drin. Ich habe es 30. Ja, Flaps habe ich keine. 30% Trimmung nach oben. Damit ich einigermaßen geradeaus fliege. Gebt mir mehr Gas. Also, Propeller hat nichts zum Sagen. Was ist denn das da? Alternative, nö. So, ich habe jetzt gerade die Ping-Daten wieder eingeschaltet. Vorher, wo ich auf dem Europa-Nord-Server umgeschaltet habe, habe ich vergessen, die Ping-Daten einzuschalten, bin bloß auf einem anderen Server, jetzt versuche ich es einfach mal. Und vielleicht packt auch die Vodafone-Leitung, weiß es nicht, ich habe eine 500-Leitung, wo ich normalerweise überhaupt keine Probleme habe. Vielleicht gibt es ja mal einen Aussetzer vor einer Sekunde und zack, bin ich aus dem Microsoft-Ding draus, kann die auch sein. Aussehen. Romeo Juliet 66 frequency change. Regional approach Martin Romeo Juliet 66 is type ultralight MW 64 miles east of Navy Fort Worth 1600 feet. Request flight following. Martin Romeo Juliet 66 regional approach. Squawk 0745. Squawk 0745 Martin Romeo Juliet 66. Martin Romeo Juliet, 66 radar contact.
Meacham 1,600 feet. Altimeter 29.92. Roger, Martin Romeo, Juliet 66. Also so interessant sieht die Gegend jetzt auch nicht aus. Weg vom Gas, da geht es ein bisschen Sinkflug über. Ja, das ist mir eigentlich zu viel Grün hier, also beziehungsweise jetzt ist ja braun, ich habe die die Hauptjahreszeit eingestellt. Aber von den Hochhäusern sieht so komisch aus. Sieht aus, wenn da überall Moos drauf wäre. Eidel. Ja, irgendwas kleppert. Das war knapp. So, dann schalte jetzt mal den Tankwahlschalter um. Suchen wir uns mal ein Plätzle aus, wo wir zwischenlanden können. Vor allem, wo wir auch wieder starten können.
Das, was mich wundert, ist, weder die Internetverbindung noch mein Computer, egal welche Einstellung ich mache, nichts davon ändert was dran, dass ich eben immer gekickt war. Vielleicht ist auch die tatsächlich in der Verbindung, dass jemand schön für ein paar Sekunden ausschaltet. Ich brauche jetzt keine Besichtigung machen, wenn hier. Moment, machen wir schon Pause. So, gucken wir uns mal das an, wie es aussieht. Ich mache extra ein Bild davor. Zack. Und jetzt tue ich mal die Internetverbindung wieder einschalten. So. Also wenn man eine Pause macht und geht dann weiter, dann ist ab und zu der Ton weg und dann muss man schön rein und wieder raus und dann passt das wieder. Also genau die Stelle, was ich ausgesucht habe, hat nichts mit der Datenverbindung zu tun. Aber hier auf der Seite sieht es natürlich schon gut aus. Also ich beende jetzt mal Sky-Dolly. Und ich beende jetzt auch den Flug und dann schalte ich das Zusatz-Map-Programm mal aus und dann bin ich gespannt, ob das einen Einfluss drauf hat. Das heißt, ich war jetzt genau an der Stelle, wo ich jetzt bin, wieder starte. Gucken wir mal schön. Moment. Pause. Was haben wir denn von der Uhrzeit? Halt es. 17:25. So. Und dann gehe ich genau an der Stelle weiter. Schalte das Map-Programm aus, oder der Rolling Cache nochmal leere. Und dann geht es an der Stelle weiter. Und dann bin ich gespannt, ob ich dann verschont bleibe. Was mir auffällt, also. Ich habe es geschwind. Ja. Moment. So. Was mir auffällt, ich habe es plötzlich Folge. Warum ist durch keine Ahnung? Vorher war was mit dem Wetter nicht klar. Das haben wir gesehen in der Karte, dass ich gar keine Informationen gehabt habe, welches Wetter gerade aktuell ist. Jetzt habe ich Wolke. Vielleicht habe ich nachher auch, wenn ich lande, auf dem Flugplatz plötzlich wieder Flugzeuge und Arbeiter und irgendwas. Ich bin jetzt online, also die Ping-Daten sind geladen. Ich habe das Map-Programm ausgeschaltet und ich habe den Rolling Cache auf 20 GB erhöht. Vorher war es nur auf 10. Ja, weil ich habe jetzt ja dann die ganze Daten trotzdem auf dem Rolling Cache. Und jetzt fliege ich einfach mal mit den Einstellungen und teste, ob ich eventuell so merklich habe. Wenn das so ist, dann lasse ich die Karte von dem Map-Programm einfach weg. Jetzt fliegen wir mal zurück zum Flugplatz. Ich bin gestartet von dem hier, da fliege ich jetzt auch wieder hin. Weil ich will sehen, ob dann dort irgendwas lebt. Ob da irgendwas sich angesiedelt hat in der Zwischenzeit. Das heißt, ich muss jetzt ziemlich genau nach Westen fliegen. Sobald ich jetzt den Flug fortgesetzt habe, startet dann das Replay nochmal. Das Replay-Programm mit der Aufzeichnung. Also gut.
Dann fliegen wir weiter. SkyTolly ist wieder eingeschaltet. Also nach Westen. Wie setze ich mit dem Benzin und Treibstoff? Okay. Also Trimmung auf 0 und dann die Höhe hier mit dem Gasregulierer des Bremskabels am besten. Ist das dahinter schon der Flugplatz? Dann wollen wir mal ATC beauftrage mir Landedaten zu übergeben. Jetzt sind wir denn? Tower. Vollständige Landung. Meacham Tower Martin Romeo Juliet 66 is 4 miles south 1500 feet with Alpha to land. Martin Romeo Juliet 66 Meacham Tower. Altimeter 29 decimal minor, 2 wind calm enter, left downwind runway 17. Ich hab den falschen Flughafen ausgewählt. Make left traffic runway 17 Martin Romeo, Juliet 66. Das ist der falsche Flughafen. Meacham Tower, Martin Romeo Juliet 66, cancel landing intention. Martin Romeo Juliet 66, your cancellation is received. Das ist das Richtige. Nein, zurück. TWFW, das ist das Richtige. Navy Fort Worth Tower, Martin genau. Romeo Juliet 66, 4 miles east 1500 feet to land. Martin Romeo Juliet 66 Navy Fort Worth Tower. Altimeter 29 decimal 92 wind calm, make left downwind runway 18. Enter left traffic runway 18 Martin Romeo Juliet 66. Okay. Ich habe das so oben eingegeben, ich habe den letzten Buchstabe, das W habe ich bloß gelesen. Ich habe gedacht, das wär's. Ja, bis jetzt scheint die Datenverbindung stabil zu sein, aber das heißt ja nichts. Solange ich nicht weiß, was der Grund ist, warum das immer ausfällt, kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen, ob der Grund des Gewitter eintreten ist. Ja. Sonst hat man es ja auch ab und zu mal eine Stunde lang gehoben und dann war es weg und dann innerhalb von einer Stunde fünfmal rausgeflogen. Ja. Also mit dem Flieger kann ich da ganz genau an dem See entlang fliegen und dann rüberschwenken. Ich muss nicht von hier hinter ewig weit ausholen. Ja, das ist Humbug. Hier ist der Flugplatz. 600 Fuß. Ja, das Flugzeug, mit dem bin ich schon lange nicht mehr geflogen, aber es ist ideal,
um die Gegend anzugucken. Und dann muss natürlich auch die Karte verfügbar sein, beziehungsweise das Satellitenbild. Ja, damit der das Bing Maps auch richtig arbeiten kann, die Bildmessung richtig arbeiten kann. Ja. So wie es jetzt ist, ist akzeptabel, das ist gut. Ja. Martin Romeo Juliet 66, wind calm, clear to land runway 18. Clear to land runway 18, Martin Romeo Juliet 66. Das ist ideal zum die Gegend erkunden, das Flugzeug. Wenn man das Flugzeug nennen darf. Wo ist jetzt hier das hier, wo der Einflugbereich sei? In dem Winkel sieht man jetzt nicht genau, was die Runway ist und was die Taxiway ist, aber das. Hoppla, jetzt hat es gerade gestockt, jetzt stockt es so wieder. Aber die Verbindung ist stabil, trotzdem Stocker. Ja. So, gerne ein bisschen mehr Gas, damit man nicht an Höhe verliert. Ich muss auch nicht am Anfang aufsetzen, das ist ewig lange Landebahn. Aber halt am Anfang ist der Ebron, also der Parkplatz. Wenn ich dann weiter ausholen und weiter hinter lande, dann muss ich so ewig lang auf dem Rollweg fahren, das fahre ich nicht vor. Versuche gleich ziemlich am Anfang die Landebahn zu verlassen. Also wenn jetzt ein Airbus hinter mir wäre und ich fliege da mit 50 Knoten. Ja. Der Airbus ist noch nicht flugtauglich. Selbst wenn ich mit Höchstgeschwindigkeit fliegen würde, braucht der Airbus noch mehr Geschwindigkeit, um überhaupt in die Luft zu kommen. Also auf dem Flugplatz ist trotzdem nichts los. Aber wenn ich jetzt plötzlich die Wetterdaten übermittelt bekomme, sind die Wetterdaten unabhängig von solchen Geschichten. So. Ich glaube, geht dann hier raus und gehen wir auf die rechte Seite. Ich muss aufpassen, ich fliege nur 50 Meilen oder nautische Meilen und das heißt, mein Vertical Speed sollte nicht höher sein wie 150 eigentlich, wenn ich die 3% Ding haben will. Wie ich abschätzen kann, wie hoch ich bin, wie weit meine Räder über dem Boden sind. Also bei der Geschwindigkeit ist eine zweistellige Sinkgerade bei der Landung eigentlich Pflicht. Martin Romeo Juliet 66, turn next taxiway.
Marseille wird nachher vielleicht Start und Landung im Replay noch dem Video anfüge. Jetzt, hoppla, wo geht es da genau raus? Ach, das ist der Außen. Hier geht's raus. Martin Romeo Juliet 66, contact ground on 121.675. Der Flug selber ist jetzt nicht so prickelnd gewesen. Die Gegend hat man auch gesehen, durch das Test, dass ich langsam geflogen bin, wo ich auch kein Replay mehr drüber mache. Vorher beim Start, One two one decimal 675 Martin Romeo Juliet 66. Beim Start vorher bin ich schon wieder abgesagt. Navy Fort Worth ground Martin Romeo Juliet 66 request taxi to parking. Wenn ich unaufmerksam war. Martin Romeo Juliet 66 taxi to general aviation parking via taxiway Bravo Cross runway 18 Delta. Nee. Taxiing to General Aviation Parking using taxiway Bravo, cross runway 18 Delta Martin Romeo, Juliet 66. Ich muss ja wieder auf der anderen Seite nehmen, ich wollte auf der Seite parken. Egal, ich mache das jetzt aus und ich parke auf der Seite. Egal, wo mich die blaue Punkte hinführen möchtet. Da vorne sieht aus wie ein Parkplatz, also Parkbereich. Und da stelle ich mein TÜV, mein Flievertüte einfach hin, fertig aus. Also jetzt wird's komisch. Da stimmt irgendwas nicht. Parken wir hier. Handbremse gibt's keine, Lichter gibt's keine. Dann machen wir einen Cut-off. Erstmal mit dem Mixer. Mixer mit dem Gemisch. Dann das hier. Dann machen wir Avionik. Hat keinen extra Avionik-Schalter. Okay, es geht mit Batterieschalter. Alternator. Und die Batterie, Magnetos, die sind glaube ich oben. Halt es hier. Gehen wir mal hoch. Benzin, ein halbischer Zug gemacht. Da ist bei mir mit dem Gemischregler verbunden. Das andere sagt, braucht man nichts zu machen. Okay. Dann mache ich mich vom Acker und wenn es geschehbar ist, tue ich noch das Replay einfügen. Und tschüss.